Tag. So, heute will ich mal auf so ein paar Fragen eingehen, die mich zum Thema Stimmwachs und Hümmelchen und Üben und Pipapo ereilt haben. Also fangen wir gleich mal damit an. Aus einer deutschen Griffweise, das ist diese hier. Ich habe ja jetzt hier einen Zoom. Zoom. Noch zoomiger, am zoomsten. Ja, da kann man es vielleicht sehen. Also die sogenannte deutsche Griffweise ist diese ganz simple. Ja, also klingt das auch bei den Anfängern dann, ne? Die unterscheidet sich von der barocken Griffweise nur durch eine einzige Stelle, nämlich statt hier, ne, drei Finger offen, muss man dann bei der barocken Griffweise den machen und kriegt denselben Ton. Hier kriegt man einen Halbton. Hier habe ich eine Flöte mit einer barocken Griffweise. Da kann man es auch hören. Na, da muss man eigentlich anders greifen. Ja, alles ein bisschen anders. Ne? So, der Unterschied. Jetzt müssen wir ganz ranzoomen. Nachher auf YouTube ist ja die Auflösung noch ein bisschen schlechter. Jetzt halten wir die mal nebeneinander. So. Na, wie soll ich die Kette? Ja, jetzt sieht man es. Und zwar vergleicht mal die, wie ist auf gleicher Höhe? Ja, die Lochgrößen miteinander. Und zwar ist das Richtige, ne? Ja, hier. Da seht ihr Stimmwachs drin, denn diese Flöte war auch mal barocke Griffweise. Jetzt habe ich das mit Stimmwachs vollgejaucht. Na, da kann man es jetzt ganz gut sehen. Und darunter seht ihr das Loch groß. Wenn ihr also bei eBay eine Flöte seht und seht das 1, 2, dritte Loch von unten, sehr klein, ist es deutsche Griffweise. Ist es sehr groß, na, auch hier das dritte, 1, 2, dritte von unten, eingerechnet das seitlich Versetzte für den kleinen Finger natürlich, also 1, 2, 3. Ist das sehr groß? Ist es eine barocke Griffweise? Ist es klein? Ist es deutsche Griffweise? Der Unterschied bei den Flöten ist auch tatsächlich hier nur das Stimmwachs. 1, 2, 3 war ein großes Loch. Ich mal gucken, ob ich es noch größer kriege. Wir haben ja Zoom und... Oh, das geht ja super. Da seht ihr schon, ne? Stimmwachs. Das ist einfach in diesem Falle rötlich. Ich weiß gar nicht, ob es auch andersfarbiges Stimmwachs gibt. Das ist weicher als Kerzenwachs. Sehr klebrig, erinnert also doch irgendwie schon an Popel oder sowas. Und da schmiert man sich dann einfach so lange in das, ja, in das eigentliche Stimmloch rein, bis die Tonhöhe einem zusagt. Das kann man dann auch mit dem Stimmgerät wunderbar kontrollieren. Es reicht aber halt alle Regel auf das Ohr. Man kann es auch einfach mit Tesafilm teilweise abkleben. Das machen die Marktsackspieler gerne. Weil wenn sie sich zum Beispiel kurzfristig, Blatt ist kaputt gegangen, nichts stimmt mehr und man muss schnell auf die Schnelle alles so hinkriegen, dass es stimmt, dann kleben die das einfach mit Tesafilm so lange ab, die Löcher, bis das passt. Geht natürlich auch bei einer Flöte. So, was ist der Vorteil einer F-Flöte? Man kann mit der F-Flöte leichter schräge Griffe greifen und es wird also von professionellen Spielern, von geübteren Spielern empfohlen, mit einer F-Flöte zu spielen, weil es geht besser. Ich hingegen bin ein nicht geübter Flötenspieler, habe auch gar keine Lust, großartig komplizierte Sachen zu spielen, bin also mit der deutschen Griffweise bestens bedient, aus dem einfachen Grunde. Na, Blockflöte, Mittelalter-Spielpfeife. Das heißt, ich kann überall dasselbe greifen. Ich kann im Grunde auch, das hier ist von einer schottischen Pfeife, das Ding kann im Grunde auch, aber der ist wieder wie bei einer F-Flöte. Ah, das ist das tiefste Loch woanders. F-Flöte. Das merkt, dieser eine Ton macht was aus. Und was ich auch auf Blockflöte kann, kann ich dann auch auf dem Hümmelchen automatisch.
heißt, die haben überall dieselbe Griffweise. Was ich also auf der Blockflöte greifen kann, an nicht zu komplizierten Sachen, also wenn es so richtig schräge Gabelgriffe werden, da unterscheiden sich die Instrumente dann manchmal ein bisschen. Also was ich auf der Blockflöte an Standardsachen spielen kann, kann ich dann automatisch auf dem Himmelchen spielen, ich kann es auf dem Marktsack spielen. Die Tonhöhe ist insgesamt natürlich eine andere. Das heißt, wenn ihr in einer Band spielt, ist es schon ein Unterschied. Wenn ihr aber für euch alleine greift, ist es immer dasselbe Grün. So, warum sollte man denn dann noch eine solche Flöte haben? Das ist für die Schotten interessant. Also wenn ihr eine barocke Griffweise habt, dann könnt ihr, ich weiß gar nicht, ob ich das noch hinkriege hier. Das heißt, ihr könnt schottische Sachen auf einer F-Flöte einfach so spielen, ohne irgendwie umgreifen zu müssen. Jetzt nehme ich den Schottensax-Chanter, greift dasselbe wie eben. Gott, oh Gott, ich habe das zu selten gemacht. Ihr könnt auf einer F-Flöte im Grunde schottische Dudelsack üben. Das ist nicht ganz richtig, aber ich greife auf dem Ding ja sowieso nicht richtig schottisch, weil die Schotten, die müssen ja so halb offen, ne? Die gehen bis hier hoch und dann klappen sie die Hand runter und haben hier oben noch ein paar schräge Griffe. Mache ich alles nicht. Geht auch so, ist nicht perfekt, aber ich will ja auch die Schottensack nicht perfekt beherrschen, sondern ich konzentriere mich auf den großen Dudelsack und ein Himmelchen und deswegen will ich mir das Leben selber nicht zu schwer machen. Also, damit habe ich, glaube ich, das Wichtigste erklärt, nämlich Unterschied zwischen deutscher Griffweise und barocker Griffweise. Unterscheidet sich wirklich nur zunächst mal in einem einzigen Griff, einem einzigen Ton. Man kann aus einer barocken Pfeife mit Stimmwachs eine deutsche Griffweise machen. Umgekehrt geht es leider nicht. Umgekehrt, also aus einem kleinen Loch ein großes Loch zu machen, müsste man logischerweise denn ein Loch größer bohren. Zum Thema Stimmwachs habe ich jetzt hier noch irgendwo welches. Ja, da unten, sehr schön. Und zwar, bei einer Flöte, wenn ihr da mit Stimmwachs rumdüdelt, ist es relativ schnurz, ob ihr das Wachs oben oder unten hinschmiert. Wenn ihr jetzt aber so monströs große Löcher wie bei einer Marktpfeife habt, boah, was für ein Zoom, ey, ist ja krass. So groß habe ich das Ding ja selber noch nicht gesehen. Da seht ihr jetzt eine ganze Menge Stimmwachs drin, ne? Da sind noch Reste, klein, groß, klein, groß, klein, überall ein bisschen Wachs, weil ich mit meinen... Na, hier von den Blättern hängt nämlich beim Marktsack so einiges ab. Und wenn dann ein Blatt irgendwann mal kaputt ist und man bastelt sich ein neues, kann das durchaus passieren, dass man hier noch so ein paar Sachen wieder ändern darf. So, bei so riesigen Löchern müsst ihr euch klar sein, da macht es ja einen Unterschied. Ihr wollt ja, dass das Loch, also den Ton aus diesem Loch tiefer haben. Da macht es jetzt plötzlich einen Unterschied, ob ich das Wachs an der Oberkante des Loches oder an der Unterkante des Loches habe. Die Tonhöhe wird ja nicht nur bestimmt durch den Durchmesser des Loches, sondern auch durch die Position. Ich möchte ja praktisch erreichen, dass das Loch möglichst groß bleibt wegen Krawallfaktor, aber der Ton trotzdem tiefer wird. Das heißt, ich fange dann von oben an, das voll zu schmieren, damit ich das Loch quasi nach unten verschiebe und es so wenig verkleinere wie irgend möglich. Normalerweise wäre es natürlich immer schön, wenn es komplett ohne Stimmwachs geht. Dasselbe geht natürlich jetzt auch für die Tesafilm oder sonstige Klebefraktionen. Also am besten mal die obere Hälfte des Loches zu kleben und nicht unbedingt die untere Hälfte. Das wäre möglicherweise kontraproduktiv. Ja, das war eigentlich das.